Ja. Naja, du hast nur eine Möglichkeit. Wenn sie nicht präziser spielt als Heavy, wird sie halt von Fox einfach diesem Rushdown-Charakter. Oh, wir sehen direkt den Taunt am Anfang von Ashman. Wir sehen, die Leute sind hyped up hier. Es geht los in Loser Sammy sind wir jetzt. Der Verlierer ist raus. Oh. Die Uptilts. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn man Fastfaller ist. Ja. Mit einer großen Hitbox, aka Heavy. Und wow, sehr schöner Abwehr von Ash. Sehr schöner Abwehr von Ashman. Fox Abwehr, glaube ich, auch ein Move, den viele unterschätzen, sag ich mal. Also, ja. Es ist wirklich, ich finde es sehr crazy, was für ein guter Juggling-Move das einfach ist. Auf jeden Fall. Ja. Also, ist wirklich insane teilweise. Ja. Und wird von dem Gordo getroffen. Und das Flora's sieht jetzt gefährlich aus. Gefährliche Situation und Flora holt den Kill. Sehr schöne Downbeat, sehr schöner Hammer. Interessante Entscheidung von Ashman, für die Side B zu gehen. Hat wohl nicht geglaubt, dass Flora da die Reaktion besitzt, um das zu punishen. Aber man muss auch sagen, auch wenn man den theoretisch ausweichen sollte, dem Hammer, so von DDR, also von Kirby, als Gegenspieler dann das zu sehen, dass dieser Move rauskommt und aufgeladen wird, das ist schon... Man hat Angst. Man hat Angst. Das ist auf jeden Fall ein Vor allem an der Ledge ist es halt so, haben wir auch schon in den vorherigen Sets gesehen, sie trifft diesen Hammer einfach sehr oft. Einfach weil Leute bekommen Schiss und machen dann komische Options. Musst du sagen, was ich von Ashman sehr interessant finde, sind die Shines auf jeden Fall. Eine Sache, die wir in Ultimate eigentlich nicht sehen. Der einzige Spieler, der auch ab und zu mal welche benutzt, ist Light. Okay. Up Smash Miss wird mit Up Smash gepunished. So. Ja, in den vorherigen Set, das ich auch gesehen habe oder kommentiert habe, ist er tatsächlich auch ab und zu mal auf Stage gegangen, was man wirklich selten sieht mit Fox. Das stimmt, Einfach weil er so ein Fastfaller ist und auch nicht wirklich die krassesten Edgeguarding-Tools hat, also Shine, weil es halt sein ihn halt nicht so schnell. Ah, sehr schöne Parry-Up-Smash von Ashman. Die Sache ist wieder even. 24% hier. Aber. Oh, Ashman findet die Combo nicht. Und das ist auch groß was, für Flora. Ja, das ist auch was, was Flora irgendwie sehr gut kann. Einfach der Gordo. Nicht von diesen Standard-Kombos getroffen werden. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Wir wissen es nicht. Aber das ist. Das ist Magie. Das muss die Combo von Ashman sein, ja. Oder DI. Es bleibt weiterhin sehr even zwischen den beiden. Die näher, um den Gordo wegzukicken. Interessant hier, das zu schielen und nicht zu reflekten. Ja. Vielleicht möchte er sich den Reflektor als Mix-Up für später aufbewahren. Oder er hat Angst, dass Flora das wiederum zurückreflektiert. Stimmt. Das geht darf man ja nie auch vergessen. Vielleicht wurde... Oh, der F-Smash-Call-Out. F-Smash, wow. Wow. Flora holt das erste Game. Also, da wurde auch einfach ein Zeichen gesetzt, würde ich sagen. Ja. F-Smash einfach aus dem Nichts. Das muss sich... Das muss wirklich wehgetan haben. Das muss hart fürs Mindset sein. Ja. Ashman muss sich jetzt gut zusammenreißen. Vor allem, wie viel Prozent hatte Ashman? 100? Nicht mal. Nicht mal, ja. 100 nach dem Hit, glaube ich. Ja. Also... Ja, schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Aber egal, weiter geht's. Ashman wird sich davon hoffentlich nicht unterdrücken lassen und wird einfach sein Game weiterspielen. Wir wissen, Ashman sehr kreativ, sehr aggressiv, sehr gutes Combo-Game. Jab-Lock und der Drag-Down-Jab-Lock. Sehr schön. Oh, wollte den Jump readen von Ashman, Flora, aber hat's leider nicht hinbekommen. Jetzt haben wir hier wieder Neutral. Ich mag es auch, wie Ashman manchmal auf die Laser geht, einfach um den Damage zu nehmen. Ja, und das halt auch einfach, um so ein bisschen halt zu piesacken soll. Ja. Komm doch jetzt her. Sehr wichtiges Tool. Okay, diesmal. Ich glaube, da hat Flora ein bisschen zu lange gezögert, weil das hätte definitiv das Shield kaputt gemacht. Bin ich mir sicher.
Und oh, das sollte, glaube ich, ein Leerstamm sein. Und das wird jetzt schwer gepunished. Oh. Kriegt aber nicht die zweite. Aber das war ein guter Engel von Ashman, muss man sagen. Er schafft es, unter die Ledge zu gehen und dadurch nicht von der Dash-Attack von Flora getroffen wieder zu werden. Wieder auf Stage hier. Mhm. Und wird wieder von dem Gordo getroffen. Hat keine Ledge-Invincibility mehr. Sehr schön. Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Man muss sagen, die ist auch sehr stark an der Ledge, aber Ashman holt den Upsmash. Mhm. Und hat jetzt hier die Führung. Mhm. Und hat jetzt hier auch die Möglichkeit, noch ordentlich was rauszuholen. Mhm. Ich finde das ein bisschen merkwürdiger bei Ashman, so die Standard-Kombos, die trifft er manchmal nicht, aber dafür die kreative Kombos, da ist er richtig gut drin. Vielleicht ist er jetzt einfach noch nicht so 100% in Form, wir werden es jetzt sehen in den nächsten Matches. Ich habe heute noch nicht zu viel von ihm gesehen, deswegen kann ich das nicht so gut beurteilen. Oh. Der Up-Tilt. Ja, Flora spielt zu solide gerade. Mhm. Aber Ashman wartet in Neutral ein bisschen, wartet das alles ab. Aber Ashman positioniert sich hier freiwillig in der Corner und das wird jetzt auch gepunished. Wird direkt gepunished mit der Fair. Ja, eine komische Entscheidung. Mhm. War sich wohl ein bisschen zu selbstsicher. Ja. Dass er damit davon kommt. Mhm. Ja. Trifft jetzt aber hier den Gordo oder wirft ihn zurück und hat jetzt hier wieder eine ordentliche Führung. Mhm. Noch ein Upsmash, aber King DDD ist sehr heavy, schöne Abwehr. Aber nicht so heavy, dass er das überlebt. Sehr schöne Abwehr von Ashman und Ashman ist gut in der Führung gerade und das wird auch eine Combo sein. Abwehr. Ja, schöne 50%. Hat jetzt hier Flora wieder an der Ledge. Mal gucken, ob er was draus machen kann. Interessant. Nein, leider nicht. Ob das gewollt war, weiß ich nicht. Ja. Aber was ich gerade schon gesagt habe. Aber ich meine, Flora muss jetzt hier auch wirklich eine Antwort finden. Ja. Ne? Einfach nur neutral spielen und den einen oder anderen Hit bekommen, wird hier nicht reichen. Nee. Da muss jetzt wirklich was passieren. Flora muss jetzt grundsolide spielen und vor allem auch einfach große Hits reinbekommen. Oh, das sah gefährlich aus. Ja, das sah. Und was ich schon vorhin gesagt habe, mir gefallen die Angles von Ashman sehr gut, wie er sich zur Ledge recovert. Der Down Smash, wow. Sehr interessante Option von Flora. Aber auch sehr interessant, dass Ashman hier für die Get-Up-Attack gegangen ist. Oh, das Movement. Wow. Ah, schade. Das wäre, den Upsmash hätte ich ihm gegönnt. Den hat er sehr gut vorbereitet, tatsächlich. Mit so sehr ultimate, untypischem Movement, würde ich tatsächlich sagen. War sehr schön von ihm. Der Trade hier. Ja, Flora kommt hier irgendwie nicht so richtig in Gange. Ja. Die Gordos hitten nicht. Irgendwie jetzt näher, aber kein Follow-up. Ja. FT, da muss was passieren. Das sind halt. Ja, das war jetzt schon noch nicht schlecht. Ashman ist auf Stage, das ist immer eklig als Fox, vor allem gegen Dididi. Oh, das die geht eine. Was? Das waren die Eimixer, würde ich mal sagen. Das war fragwürdig. Oh mein Gott, aber das hätte nicht killen dürfen. Es hätte nicht killen dürfen, aber es hat's und ein unglaubliches Comeback von Flora. Sehr gute Abwehr. Sehr schön. Wow, das war. Damn. War unerwartet und wir bleiben bei PS2. Wir sollten eigentlich echt mal mitziehen, so wie häufig wir auf PS2 sind. Real Talk. Ich meine, wir haben hier 9 legale Stages im Tournament. Ja, ich habe bis jetzt nur PS2 oder Small Battlefield gesehen, glaube ich. Ja, in den Stream-Matches auf jeden Fall. Also, in den unteren Teilen der Bracket, da wo wir waren, quasi, da wurden dann noch andere Stages rausgeholt, aber. Ist Lylat eigentlich legal? Nein, Lylat ist nicht mehr legal. Dank. Zum Glück sind wir diesen Stage losgeworden. Ich glaube, es gab auch niemand außer ESAM, der diese Stage mochte. So, starkes Opening insgesamt von Ashman für diesen Game. Hier Rapid Jabs, schön für den Damage Output. Oh, sehr wichtig, guter Air Smash. Killt leider nicht. Ja, King DD, Heavy Boy. Und das wollte wohl sowas muss bestraft werden. Mag es gerade sehr, wie Ashman spielt. Lässt jetzt aber, okay. Sehr schön und findet den Upsmash 1-0 to death und der Taunt. Ashman muss das Momentum absolut mitnehmen, um hier noch was zu reißen. Nicht overcommitten hier, einfach solide spielen, Kombos bekommen, Ledge Trap und dann den Upsmash finden. Ja. Typisches Fox Gameplay. Genau. Hauptsache man findet den Upsmash, das ist das Wichtigste. Flora ist einer gut. Oh! Ich wollte gerade sagen, Flora ist einer guten Situation an der Ledge, aber Ashman schon dreht wieder ein F-Smash hier. Schon wieder also ein F-Smash. Ich glaube, hier kommen wirklich die ersten Adaptionen rein. Mhm.
dass Ashman wirklich sieht, okay, da kann ich wirklich einfach reingehen und einfach aggressiv sein. Mhm. Oh, der Jab reicht nicht, um das zu reflektieren. Interessant. Und, ja. Ashman findet den Upsmash schon wieder. Sieht hier gerade sehr solide aus. Was wäre Fox ohne seinen Upsmash? Nichts. Load hier. Wahrscheinlich. Und, oh, ich hätte gedacht, das ist eine Up-Air. Mein Fox zwei größte Schwächen sind auf jeden Fall, dass er sich nicht besonders gut recovern kann oder sehr exploitable dabei ist. Ja, und halt einfach auf Stage kann er wirklich... Oh, der Side-D gefällt mir sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen als Mix-Up. Da merkt man auch wirklich, Ashman ist hier in einer sehr komfortablen Position. Also er fühlt sich richtig wohl und das war es noch nicht ganz. Könnte vielleicht ein 3-Stock werden, aber das wollen wir nicht zu früh callen. Mhm. Oh, die Patience hier. Aber der sehr schöne Uptail. Ja, Uptail, sehr schönes Enter-Air. Ja. Flora sagt, nee. Ich habe auch noch was mitzureden, aber wird schon zum dritten Mal in diesem Set von F-Smash geklippt. Da muss ich auf jeden Fall Adaption machen, um davon nicht mehr getroffen zu werden. Jetzt haben wir aber hier gesagt, tatsächlich wieder ein Game 5. Richtig? Ja. Sind wir schon bei Game 5? Ich glaube, es ist 2-1, oder? Ich komme hier durcheinander, keine Ahnung. Tut uns auf jeden Fall leid. Ach. Regie, wie steht's? 2-1. Okay, dann habe ich das verwechselt. Dankeschön. Ich habe schon in die Zukunft gesehen. Auf jeden Fall, Ashman. Oh, andere Stage. Oh, wow. Finally. Wir sind auf Smash will. Auf Smash will und Ashman muss auf jeden Fall jetzt dieses Momentum aus dem letzten Game mitnehmen. Interessant. Ja. Ich frage mich, was die Idee dahinter ist. Mhm. Der muss ich jetzt weiß jetzt nicht, welche Vorteile Flora Smash will bringt. Wahrscheinlich habe ich mich auch gefragt. Die, ist die Blaster nicht ein bisschen höher? Die Ceiling quasi? Ja, also bei Pokémon einfach Stadium ist die relativ niedrig tatsächlich. Ja, dann wird Flora wahrscheinlich einfach hoffen, dass sie auf der Stage hier ein bisschen länger überleben kann, von Up-Air oder Up-Smash zum Beispiel. Ja. Das ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Mhm. Mal sehen, ob sich das auszahlt. Gerade sieht es Flora liegt zurück, nicht aber ganz so gut aus, aber sie macht hier gute Fortschritte. Macht hier was wieder wett. Schön. Der Two-Frame, wirklich sehr gut. Diese Dash-Attack, also wenn man davon getroffen wird, ist man einfach... Man ist in einer sehr schlechten Situation oder tot in den meisten Fällen tatsächlich. Ja, Flora spielt weiterhin sehr gut. Ich sage immer Flora. Flora spielt sehr, sehr gut hier. Auch wenn sie zurückliegt, holt sie häufig das Comeback. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Aber Ashman versucht jetzt ein Opening zu finden, struggelt damit, aber... Raw Upsmash. Aber da sehen wir es. Ja. Ich glaube, auf PS2 hätte das gekillt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätte das gekillt. Also auf jeden Fall guter Stage-Pick hier von Flora. Sehr solide. Und Ashman, das sieht gefährlich aus, aber... Ja. Ashman kann vor allem bei 18% frage ich mich auch, ob das wirklich sinnvoll ist, weil ich glaube, auch wenn Fox sehr leicht ist und dieser Ashmash sehr stark, glaube ich nicht, dass das bei 18% gekillt hätte, selbst voll aufgeladen. Mhm. Ashman sucht hier verzweifelt nach einem Kill. Wer weiß. Und er findet ihn immer noch nicht. Mhm. Der Upsmash trifft mit der falschen Richtung. Und geht hier auf den Ledge-Trump, aber auch schafft es nicht. Und auch das Throw wird leider nicht wird killen. Fox. 191. Mhm. Fox hat jetzt wirklich nur seine Smash-Attacks und Back-Air und vielleicht Up-Air. Ja, aber er findet endlich den Back-Air. Ja. Und das Game ist wieder even. Schick. Er hat auf jeden Fall sehr gestruggelt, jetzt mit den Stock zu closen. Aber findet dafür jetzt die Combo. Up-Air. Das muss genau Up-Air. Wichtig. Eine schöne Juggle-Situation und das ist immer gleich. 50. Mhm. Floro haut im ersten Gordo raus und geht dann an die Ledge. Oh. Fragwürdiger Reverse Grab. Mhm. War wahrscheinlich ein Missinput. Kann gut sein, ja. Jetzt lang kein Hit hier, aber. Oh! Interessant. Glaubst du, das hätte getroffen? Oh! Ich frage mich immer, wie findet Ashman diese Up-Airs, die so früh killen? Das ist sehr beeindruckend. Das sehe ich in Ultimate sonst nie. Das kennt man nur von Melee, Fox, aber anscheinend. Du immer mit deinem Melee. Hey. Tut mir leid, aber wenn man nur mehr den gleichen Charakter hat und
die Abwehr einfach in Ultimate, die sieht man selten früh killen. Und deswegen bin ich immer sehr beeindruckt, wie Ashman das... Noch eine Fair, oh, das ist schon mal wieder guter Damage. Und jetzt gleitet es Flora wirklich so ein bisschen aus den Händen wieder. Aber man darf sie, wenn wir jetzt eins gesehen haben, man darf sie nicht... Wie man sieht, diese Dash-Attack ist so gut an der Ledge. Das ist also... Wirklich. Okay, sind jetzt gespannt. Es ist quasi even. Flora muss jetzt nur ein gutes Opening finden und es ist wieder komplett even. Aber was wir schon bisher gesehen haben... Okay, Ashman lässt sie zurück zur Stage kommen. Das ist, ist eigentlich interessant, weil... auf der Plattform, okay. Weil gerade als Didi muss man sich sehr auf seinen Gordo verlassen, um wieder auf die Stage von der Ledge zurückzukommen. Oh, Forward Throw. Ich hätte gedacht, Down Throw gibt irgendwie eine Combo mit Nair oder Forward Air oder so. Kann auch gut gewesen sein, aber vielleicht wollte sie auf das Stage Positioning eher gehen. Und kann sein. Das ausnutzen, dass Fox immer an der Ledge nicht gut ist. Schönes Spacing hier von Flora. Mhm. Aber das ist jetzt eine Position, ja. Ja. Die Ashman kennt Ashman sehr gut und er weiß, was er da anfangen kann. Auf jeden Fall. Er sucht nach den Aerials. Ja, das hätte ein Up-Smash sein können, oder? Aber ich weiß nicht, ob er es gekillt hätte. Wahrscheinlich nicht auf Smash. Ah, schade. Aber jetzt sind wir hier wieder zurück. 66 gegen 127. Ich glaube, Ashman muss sich jetzt ein bisschen mehr zusammenreißen, darf nicht zu greedy werden. Oh, das ist jetzt schon fast even, würde ich sagen, weil Fox einfach so früh stirbt. Fox kann wirklich, haben wir ja schon gesehen im letzten Game, aber Ashman, bei 70% nach der Abwehr gestorben. Vorletzten Game, tut mir leid. Das ist, Aber Ashman ist jetzt hier sehr vorsichtig. Und Parry Up Smash, der Light-Klassiker, wir lieben es. Und wir landen schon wieder in Game 5. Ja. Schon wieder, wir haben hier ein Banger-Set nach dem anderen. Echt, das ist echt sehr crazy. Schön, dass wir das kommentieren dürfen hier. Ja. Falls Leute gerade neu reinschalten, wir sind in Loser Semis. Der Gewinner, die Gewinnerin wird nach Losers Finals gehen, wo diese Person dann auf DNL. Nein, DNL. SDN, Entschuldigung. Ich komme da mal diese ganzen Abkürzungen, da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Wird auf SDN da treffen im Losers Final. Ja. Game 5. Und wir sind wieder auf Stadium. Da wurde der Counterpick wieder zurückgenommen zur neutralsten Stage überhaupt in diesem Game. Ja. Und wir können jetzt sehr gespannt sein. Also, ja, Flora hat es geschafft auf Smashville, aber PS2 ist natürlich eine andere Sache. Daher ist es schon zwei Games her, dass sie gewonnen hat. Ja. Ich muss sagen... Kann sie es jetzt nochmal machen, ist die Frage. Aber beide SpielerInnen strugglen ein wenig damit, würde ich sagen, sehr consistent zu sein. Sind manchmal ein wenig aufgeschmissen, wirkt. Zumindest wirkt das manchmal so. Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber... und deswegen geht das sehr häufig hin und her. Und ich glaube, einfach in diesem Game muss jetzt eine Person wirklich dominant sein. Um das gut closen zu können. Okay. Sie hat Flora die Prozent-Lead. Ja. Aber so ein paar Rapid-Jabs und es ist alles wieder vorbei. Ashman schafft es auch sehr gut, den Gordo mit Nair wieder zurückzuwerfen, sodass er quasi nicht irgendwie mit Reflektor oder so committen muss, sondern quasi einfach sein normales Neutral spielen kann und trotzdem einfach nicht mit diesem... Oh, er findet den Upsmash und er killt. Das hatte ich nicht gedacht tatsächlich bei so frühen Prozenten, also früh bei 126, aber trotzdem sehr beeindruckend, wie beide Spielerinnen und Spieler immer die Kills finden. Das Problem mit Gordo ist natürlich, dass er so an dieser sehr wirklich perfekten 45 Grad Angle sendet, wo es halt wirklich sehr schwer ist, damit einen Kill zu finden. Ja, man richtig DI'd natürlich. Ja. Aber Flora findet auch anders den Kill. Mit Up-Tilt war es, glaube ich. Aber ich frage mich so, wenn ich drüber nachdenke, wie gesagt, Flora hat diese Ein-Option nun von der Ledge wieder hochzukommen und das ist immer Gordo. Und wir sehen schon wieder die Dash-Attack. Die killt also schon wieder viel zu früh. Da muss Ashman wirklich extrem aufpassen. Ashman muss jetzt sehr vorsichtig sein. Fox hat natürlich auch einfach wenig Mix-Ups, was das betrifft, weil du kannst nur entweder Side-B oder Up-B einsetzen oder vielleicht, wenn du nah genug dran bist, Air-Dodgen, aber es ist genauso punishable. Aber wie gesagt, eigentlich hat Ashman die guten Angles, deswegen hat mich das gerade gewundert, dass er schon mehrmals in diesem Set trotzdem von der Dash-Attack getroffen wurde. Vor allem auf Stadium hat er bewiesen, dass er, wenn er sich ein bisschen an die Wand mit dem Abi reingeht. Oh! Der Reed! Aber der F-Smash killt leider nicht bei DDD. Naja, vor allem war es der Weak-Hit, ne? Ja.
Und da haben wir gerade gesehen, was du meintest, Ashman mit den schönen Neutral Airs, um die Gaudo zu reflekten. Muss jetzt den Kill finden, auf jeden Fall. Ashman muss den Kill finden. Sonst ist er aus diesem Turnier. Ja, aber er spielt jetzt hier wieder ein bisschen passiv. Laser und Approach nicht. Weiß nicht, ob das der richtige Ansatz und, ist. Er findet ja, nicht den Read, nicht den Tech Chase. Option gereadet. Ja. Und schon wieder genau die gleiche Situation, wie wir gerade hatten. Vielleicht einfach mal, Ashman muss jetzt den Upsmash finden. Gehen. Und er findet den Upsmash, gerade in dem Moment, wo wir es sagen. Game 5, Last Dog. Verlierer fliegt aus dem Tournament. Gewinner hat eine Chance im Losers Finals nochmal. Und jetzt ist es schon wieder fast nah. Ja, naja, okay. Flora hat noch einen kleinen Vorteil, weil Fox halt so leicht ist. Okay, ich finde das schön von Ashman, den hohen Sidebeam, um einfach Komplikationen auf den Weg zu gehen. Das sieht gefährlich aus, ja. Flora ist sehr gut im Ledge Trappen, muss man sagen. Das kann sehr gefährlich für Ashman werden. Da wieder schön zurück. Findet zur Stage zurück. Aber. Okay, Ashman schafft es wieder zurück. Auch bei 130. Und jetzt sehen wir die gleiche Situation nur umgedreht. Flora ist an der Ledge und schafft es auch wieder zurück. Ja. Okay. So, beide respektieren sich sehr. Er will, glaube ich, Flora in näher Upsmash-Range bekommen mit Laser, deswegen lasert ihr hier schön. Und ist das... Es funktioniert, es funktioniert nicht. Ein, zwei Laser und es hätte wahrscheinlich geklappt. Ja. Aber... Oh, das hätte der Upsmash sein können. Gefährlich, gefährlich, aber er zögert hier. Ja, zögert zu viel. Jetzt ist alles wieder drin. Und der Backer und Ashman holt das Set. Flora unglaubliches Game 5. Raus. Unglaubliches Set. Flora hat auch sehr schön gespielt. Sehr gutes Turnier gehabt.